Ein herzliches Glück auf und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel zwischen dem FC Erzgebirge Aue und unseren Gästen vom FC Hansa Rostock. Beide Cheftrainer haben Platz genommen. Wir freuen uns auf die Statements. Bernd Hollerbach, Ihre Analyse bitte. Ja, erstmal hallo zusammen. Gut, ich denke, wir haben heute einen großen Fight gesehen von zwei Mannschaften. Ja, tiefer Platz, war nicht einfach heute. Ja, ich glaube, es ging auch erstmal für beide Mannschaften ein bisschen um Spielkontrolle am Anfang und dann ja, fangen wir leider mit der ersten Flanke wieder das Gegentor und dann ja, haben wir uns dann wieder geschüttelt, haben dann selber versucht, wieder weiter nach vorne zu spielen, haben dann glaube ich auch ein schönes Tor gemacht, einen schönen Volley-Schuss und dann zweite Halbzeit, denke ich, ja, sind wir rausgegangen und wollten auch unbedingt nicht nur einen Punkt, sondern wenn es geht, auch die drei Punkte mitnehmen, im Pfostenschuss, der wieder rausgeht, gleich am Anfang. Haben dann ja, Druck gemacht, dann hat wieder Aue eine gute Phase gehabt. Das ging immer so hin und her. Dann hat uns natürlich der Platzverweis dann auch schon ein bisschen in die Karten gespielt, muss man auch ehrlicherweise sagen. Bis dahin war es ziemlich ja, ein offener Schlagabtausch. Und dann ja, haben wir dann Druck gemacht, gut über außen gespielt. Das Tor lag irgendwie förmlich in der Luft. Ich glaube, der Ball ist ein paar Mal schon durch einen 16 Meter durch und wir haben ihn nicht über die Linie gebracht und dann umso schöner, dass wir dann einen guten Standard an das Spiel dann hinten raus noch gewinnen. Das tut uns, glaube ich, allen gut. Pablo wünsche ich noch ja, weiter viel Erfolg mit seiner Mannschaft und freue mich, wenn ich ihn in Rostock wiedersehe. Danke. Ja, vielen Dank, Bernd Hollerbach. Übergebe das Wort an Pavel Dotschew. Ja, danke, Bernd. Also, ja, Glück auf. Also, es ist schon... Natürlich fühlt sich nicht gut an, was gerade heute passiert ist. Es ist ein gebrauchter Tag. Ich versuche mich kurz zusammenzufassen. Ich glaube, dass wir tatsächlich ein sehr, sehr intensives Spiel gesehen haben von beiden Seiten. Ich denke schon, dass wir die aktivere Mannschaft waren oder zumindest mal was Ballbesitz betrifft. Manchmal, also was leider zählt, aber nicht immer. Und dann bin der Meinung, dass die gelb-rote Karte das Spiel verändert hat, komplett. Und deswegen sage ich, ein gebrauchter Tag tut schon weh, auf jeden Fall. Das ist jetzt schon für uns zweite Niederlage. Aber ich bin mir sicher, dass wenn wir weiter so machen, so wie jetzt heute zum Beispiel, weil das mich ärgert, das Spiel jetzt auch tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr jetzt in Köln, das wir verloren haben, weil solche Spiele gibt es manchmal, ja, wo du gut spielst oder vielleicht nah dran bist an die drei Punkte und dann verlierst du. So was gibt es im Fußball, aber der Einsatz heute war da. Die Mannschaft hat genau diese Reaktion gezeigt, was ich sehen wollte. Und das ist das, was für mich zählt. Und es ist genau das, was mir absolut Hoffnung und Kraft gibt für die nächste Spiele. Und dann bin ich mir sicher, dass wir noch viele Punkte holen werden mit so einer Einstellung. Und das ist das, was für mich zählt. Ansonsten bin der Meinung, dass das Spiel, wie gesagt, schon sehr intensiv war, auf tiefem Boden. Beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen. Letztendlich stehen wir mit leeren Händen. Aber trotzdem müssen wir uns ausschütten. Jetzt haben wir zwei Wochen Pause bis zum nächsten Spiel. Da müssen wir noch viele Sachen aufarbeiten und dann werden wir noch viele Punkte holen. Das ist das, was ich gesagt habe. An Hansa Rostock sehe ich sehr viele bekannte Gesichter hier. Bernd, dir auch. Viel Glück, gute Saison noch und es langen Weg noch. Ja, alles klar. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Pavel Dotschew. Soweit die Trainerstatements. Gibt es Fragen? Dann bitten wir um ein kurzes Handzeichen, um das Mikrofon zu reichen. Wer möchte? Ja, bitte. Ja, hallo, Tommy Bastian von der Ostsee-Zeitung. Trainer, Glückwunsch zum Sieg. Trotzdem hat sich die Mannschaft lange Zeit schwer getan. Nach 70 Minuten waren 0-8 Ecken aus Rostocker Sicht und wenig Zugriff. Warum war das heute so schwierig gegen diese Auer-Mannschaft, die auch ein bisschen unter Druck stand? Naja, wir haben halt gegen eine gute Mannschaft gespielt. Wir haben heute nicht so hoch attackiert oder nicht so naiv gespielt. Wir haben erstmal ein bisschen tiefer gestanden. Und ja, ich meine, in Aue hier zu spielen, Pavel hat eine klasse Truppe, ja, die waren richtig gut, die waren ballsicher. Ja, die haben uns schön laufen lassen, aber wir haben trotzdem nicht viel zugelassen. Also wir haben viel Ballbesitz gehabt. Wir haben es halt nur, wenn wir den Ball dann gewonnen haben, zu schnell immer versucht, den Risikopass zu spielen, statt noch einmal den nächsten einfach mitzunehmen, wie beim 1-1. Einfach zu spielen, das habe ich in der Halbzeit gesagt, dass wir dann immer gleich versuchen wollen, den Risikopass zu spielen. Dann war er meistens wieder weg, weil der Gegner eine gute Restverteidigung hat. Und zweite Halbzeit haben wir das dann besser gemacht. Da waren wir dann auch
Ja, wenn wir den Ball gewonnen haben, haben wir mal einfach gespielt, hin zum nächsten und wieder weitergelaufen. Da haben wir nicht so kompliziert gespielt, deswegen war es besser. Aber bei allem Respekt, aber hier in Aue oder in Dresden, oder da ist es nicht so einfach, einfach mal dahin zu fahren und da Jojo zu spielen. Also das war schon ein klasse Spiel heute von beiden Mannschaften, war ein Fight. Man sieht es von oben jetzt nicht so, aber der Platz war jetzt auch tief, war aufgewühlt. Also da zu kombinieren, ja, ist auch nicht so einfach. Das weiß auch jeder, der mal gespielt hat. Das sieht immer einfach aus. Aber das war schon sehr intensiv und wir haben uns in jeden Zweikampf reingehauen und so musste hier spielen. Ich weiß, Sie reden nicht gerne über einzelne Spieler, aber zwei Änderungen hatten Sie heute vorgenommen. Alex Rossipal gar nicht im Kader, wohl krank. Können Sie das vielleicht bestätigen? Und Adi heute erstmals nicht in der Startelf, kommt dann rein, bereitet das Siegtor vor. Vielleicht können Sie nochmal auf die beiden Wechsel ein bisschen eingehen. Ja, der Alex ist Donnerstag hat er sich abgemeldet, hat fiebrige Erkältung gehabt. Wir haben einige gehabt, die jetzt ein bisschen angeschlagen waren, Schnupfen gehabt haben. Es ist halt jetzt die Jahreszeit und mit Adriati vorm Spiel gespielt. Das heute ist ja erstmal Zweikampf angesagt, erstmal ein bisschen ähnlich wie in Dresden. Nicht so viel spielerisch erstmal so gefragt und ich habe gesagt, ich bringe ihn hinten raus und dann jetzt wie in Dresden habe ich dann die anderen Jungs hinten rausgebracht und es ist dann aufgegangen. Aber es war jetzt erstmal ein bisschen Körperlichkeit angesagt hier. Aber die Reaktion von ihm war wieder klasse, hier reingekommen ist, wie von allen, die reinkommen, die dann auch Gas gegeben haben. Und ich freue mich, dass er das Tor dann von Eckball vorbereitet hat. Ne? Ja, schön. Aber Tommy, ich rede nicht so gerne über einzelne Spieler, ich rede lieber über die Mannschaft, du weißt es. Wir brauchen alle. Ja, da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Die Mannschaft hat jetzt diesen, denke ich, wichtigen Sieg geholt nach einem schweren Spiel und dann in so einer auch Atmosphäre hier. Wie wichtig ist das für ja, das Selbstvertrauen, auch jetzt vor der Länderspielpause und um vielleicht auch ein bisschen Ruhe reinzukriegen? Ja, Siege sind immer wichtig. Ja, und jetzt nach der langen Durststrecke, nach dem letzten Jahr, nach dem Abstieg, sind wir, ja, ich habe es immer gesagt, man muss erstmal in der dritten Liga ankommen. Ne? Viele glauben dann, die absteigen, es geht gleich wieder hoch und das Umfeld glaubt, jetzt überrollen wir alle und ne, wir sind Zweitligist, aber ja, so einfach ist es nicht. Die dritte Liga ist richtig gut. Man sieht es auch immer in der Relegation spielen. Es gewinnen meistens die Drittligisten, ne, das Aufstiegsspiel. Dieses Jahr war es ja dann Regensburg, die gewonnen haben. Also man muss erstmal ja, ankommen und demütig sein und nie vergessen, wo man herkommt. Und wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir hatten jetzt auch 16 oder 17 Neuzugänge. So, du weißt das ganz genau. Es ist nicht so einfach. Ja, deswegen. Ja, die Spiele waren eigentlich waren immer okay, jetzt auch in Ingolstadt, aber ne, letztendlich ist es auch irgendwo ein Ergebnissport dann. Und ja, deswegen bin ich froh, dass wir heute gewonnen haben und auch jetzt eine schöne Länderspielpause haben und uns wieder konzentriert arbeiten können. Danke. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Hier vorne die freie Presse, bitte. Ja, eine Frage an Herrn Dortchev. Also wenn gleich Ihre Mannschaft heute ein gutes Spiel gemacht hat und im Endeffekt auch die gelb-rote Karte das Spiel so ein bisschen verändert hat, hat es Ihre Mannschaft ein bisschen daran gefehlt, dann noch früher vielleicht zwingender auf das zweite Tor zu gehen? Ähnlich vielleicht wie im Heimspiel gegen Bielefeld? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, finde ich auch. Ja, wir haben tatsächlich mit der Seite wechseln, haben wir eine riesen Chance zugelassen. Einen langen Ball, einen zweiten Ball, nicht gut verteidigt, Distanzschuss Innenpfosten. Das war eine ganz brenzlige Situation für uns. Nach nicht mal 10 Sekunden. Wir mussten heute sowieso sehr viele Langbälle verteidigen gegen großgewachsene Stürmer und laufstarke Stürmer und immer auf die zweite Bälle. Es ist immer schwierig, das zu verteidigen, aber ich komme jetzt zurück zu Ihrer Frage. Ich denke schon, dass diese Spielüberlegenheit haben wir zu wenig Kapital zugeschlagen. Und dann denke ich mir auch, dass der Fahlmann hat einen Eckball. Wir haben auch so viele genug Eckbälle gehabt und vielleicht so wie sie Tor gemacht haben, hätten wir auch vielleicht einer machen müssen irgendwie so. Und das heißt, Fahlmann hat auch eine Riesenchance, 2 Meter vom Tor, 3 Meter oder so, trifft den Ball nicht so richtig oder sehr mittig. Wenn wir da in Führung gehen, dann würde vielleicht das Spiel sich ein bisschen anders entwickeln. Dann würden Mannschaft von Hansa würde dann ein bisschen aufmachen, würde ein bisschen offensiver sein, dann werden wir mehr Raum haben. Und das war sehr kompakt. Wir haben viel verlagert, wir haben versucht, viel über Flanken zu kommen, aber trotzdem war fast unmöglich, irgendwie so sich durchzu.
setzen und dann auch zum Abschluss zu kommen oder diese Spielüberlegenheit auch mit Tor zu belohnen. Das haben wir nicht geschafft. Das ist ja auch unsere Manko generell, dass wir nicht immer diese Spielüberlegenheit auch mal belohnen mit Tor. Aber wir haben auch selber, wie Bernd gerade gesagt hat, wir sind gut, aber Hansa Rostock ist auch sehr gute Mannschaft und ist nicht einfach. Ist nicht einfach und trotzdem bin einverstanden und bin zufrieden, die Art und Weise, wie die Mannschaft heute gespielt hat. Leider verloren. Gut, ich sehe keine weiteren Fragen für den Moment. Dann bedanke ich mich, wünsche ein schönes Restwochenende den Gästen aus Rostock. Eine gute Heimreise, ist ja nicht ganz um die Ecke. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.